Willkommen bei Shit Shopping on YouTube. Hallo ihr Lieben da draußen auf der ganzen weiten Welt. Heute bin ich nicht alleine in diesem Video, wie ihr seht. Aber jetzt hat mir meine Freundin Romy... Hallo! nämlich mir es gleich getan. Sie mag nämlich auch gerne Boxen auspacken. Und sie ist auch ein ganz großer Fan von Pokémon-Figuren geworden. Oh ja. Die ich nämlich letztes Jahr mit Julia und Tobi in Japan gefunden habe. Das ist meine erste Box. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt kennt, aber ich habe es in Japan gesehen. Es waren so kleine Pokémon-Terrarien und ich habe mich im Pokémon-Store direkt darin verliebt und bin total eskaliert in dieses Sammelfieber, weil auch da weiß man nicht, welche Figur drin ist. Ne? Man kauft eine Figur, man hofft, es ist die Figur, die man gerne hätte, aber meistens ist es dann nicht so, also muss man mehr kaufen. Ja, wir zeigen euch jetzt erstmal, was wir uns überhaupt gekauft haben. Ja, das ist die japanische Ü-Eier. Ja, genau, wie japanische Ü-Eier. Nur, dass Japaner das viel besser drauf haben als wir Deutsche. Aber ohne Schokolade. Stimmt, die Schokolade fehlt. Die fehlt. Ta-da-da-da. Das Lustige ist, das ist Box 1 und das ist Box 2. Richtig. Das ist nämlich jetzt der Nachfolger von dem Ganzen. Diese ganzen Figuren habe ich schon, aber sie sind so süß. Als ich die gesehen habe, dachte ich mir, okay, die muss ich alle haben. Tamites. Hier ist mein Liebling. Das hier sind Parfümflaschen, wo die Pokémon quasi als Chanel-Nummer, keine Ahnung welche Nummer, bekommen. Das kann man nachher noch draufgeben. Und ja. Sind einfach nur mega niedlich. Also, wie kann man dieser Niedlichkeit widerstehen? Wir Frauen schon mal gar nicht. Das erst reicht, aber. Es reicht ja auch schon nur, wenn es glitzert und blinkt. Ja, hier könnte noch Parfüm drin sein, das leider nicht drin ist, aber... Und man hat ein niedliches Pokémon und wer steht nicht auf Pokémon, also... Richtig, aber wir wollen jetzt nicht so viel Zeit verbraten. Wir fangen jetzt mal an, diese Box zu öffnen. Wir fangen mit der Box Nummer 1 natürlich an, von Romy. Ich muss erstmal aufkriegen, weil meins war noch zu. Es gibt Kaugummis in der Packung. Ist quasi wie ein Ü-Ei, nur nicht mit Schokolade, sondern mit Kaugummis. Auch schön. Ob die schmecken, weiß ich nicht. Wir können das ja einfach mal gleich testen. Kann man das schlucken? Man kann alles schlucken. Die Frage ist, sollte man es? Das riecht aber auch schon. Was ist das? Das ist Limette? Ich glaube schon. Aber ich habe auch schon mal welche. Gibt es niemanden mehr? Oder gibt es jemanden anderen? Ja, Zitrone. Wie saurer Apfel. Das ist Apfel. Mmh, saurer Apfel. Voll lecker. Mmh. Aber ist das jetzt ein Kaugummi oder kann man das runterschlucken? Ich glaube, es ist ein Kaugummi. Es wird irgendwie nicht weniger. Ja. Also es heißt Re-Mint. Falls ihr die auch mal suchen wollt, kann man die auf jeden Fall auch bei eBay kaufen, einzeln oder halt auch in einer Box. Wir haben jetzt hier... was hast du bezahlt? Ich habe jetzt für die ganze Box mit Versand 50. Das geht. Ja, ich bin dann auch fast dran gekommen. Bei mir war es so, ich habe einen eBay-Gutschein eingelöst. Ich habe einen eBay-Gutschein von 10 Euro gehabt. Deswegen hat mich die Box 30 Euro gekostet, habe mich voll gefreut. Aber habe heute dieses Paket bei der Post abholen müssen, musste 15 Euro drauf zahlen. Also bin ich leider auch bei 45 Euro. Tut sich jetzt nicht so viel. Aber der Vorteil ist, man hat alle direkt drin. Also in diesem, wenn man diese ganze Box bestellt, ist es sicher, dass man alle 6 auch hat und man nicht dieses, habe ich jetzt diese Figur oder habe ich sie nicht. Ne? Richtig. Also das ist schon der Vorteil. Aber man kann sie auch einzeln erstehen. Das Problem dabei ist, je nachdem welches es natürlich noch Lieblingscards sind, die dann etwas teurer. Es gibt da welche, die kosten dann nur 5 und plus Versand und es gibt welche, die kosten dann 20. Aber wir sind fertig. Wir haben es geschafft. Und wir haben diese ganze Box ausgepackt und sind jetzt total glücklich, dass wir die wieder alle in unsere Vitrine stellen dürfen.
Okay, ich suche noch eine Vitrine, aber ich stelle sie mir hübsch hin. Sollte ich aus Japan was mitbringen? Ja! Sollten wir es erst hier auspacken? Sagt uns Bescheid! Schreit ja! Schreit ja! Schreit ja, Romy! Ich hab gerade ganz viel Angst, dass später irgendjemand mein Cosplay-Seite für den Eier schreibt. Ja, ja! Genau, übrigens heißt RomRom Cosplay bei Instagram. Sucht sie, liked sie, sie hat schöne Cosplays und näht alles selber. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Wir antworten euch und wünschen euch jetzt einen schönen Tag. Tschüss! Tschüss.